diesem Sinne ein herzliches Willkommen zurück bei Red Devil TV nach der Partie 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Was für eine Achterbahn der Gefühle. Ich habe in diesem Spiel wirklich alles erlebt. Zorn, Wut, Gleichgültigkeit, schwarzer Humor und letztendlich unfassbare Freude. Das alles in einem Spiel. 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Was für ein unfassbares Spiel. Vor allen Dingen natürlich für den FCK, weil ganz ehrlich, damit hätte ich nicht gerechnet. Also, fangen wir vorne an. Der FCK, ich habe es angedeutet, hat noch nie in der zweiten Liga in Nürnberg gewonnen. Bis jetzt gab es immer Niederlagen. Fünfmal haben sie in Nürnberg gespielt, fünfmal verloren. Heute also die sechste Partie. Und sind wir mal ehrlich, der FCK hat alles dafür getan, dass auch im sechsten Spiel die sechste Niederlage folgen müsste. Letztendlich kam es doch anders da. Und das ist einfach nur unfassbar. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Denn das Spiel hat sehr viel Schatten, sehr, sehr viel Schatten. Letztendlich natürlich aber auch sehr viel Licht. Aus Sicht vom FCK natürlich. Gehen wir mal rein. Vierte Spielminute. Der 1. FC Nürnberg geht 1-0 in Führung. Da habe ich schon gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja, okay. Was habe ich euch gesagt? Ich habe schon alles mir im Kopf zusammengelegt. Was habe ich euch gesagt? Natürlich verlieren sie wieder. Unfassbar. Nach 4 Minuten trifft Nürnberg. Und ausgerechnet noch ein Spieler, der in der kompletten Saison noch nicht einmal getroffen hat. Wo selbst die Nürnberger sagen, warum trifft denn unser Norweger nicht? Ist doch ein super Fußballer, aber er trifft einfach nicht. Aber natürlich kommt dann ein FCK daher und schwuppdiwupps trifft er. Es ist nicht zu glauben. Erste Saisontor für den Typen. 1-0 für Nürnberg. Ja, also ohne Kommentar. Ich habe es relativ dann zu diesem Zeitpunkt mit schwarzem Humor hingenommen und dachte mir so, komm, ganz gechillt, gucken wir es da einfach an. Weil es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder schlage ich jetzt mein Haus hier zusammen oder ich genieße es mit schwarzem Humor. Ich habe mich für das Letztere entschieden, weil sonst wäre ich wahrscheinlich komplett ausgerastet. Dann hatte Zielinski Glück, für mich eine rote Karte. Glück, dass er nicht vom Platz geflogen ist. Riesenglück, für mich war es eine klare rote Karte. Tätigkeit, aber mein Gott. Riesenglück, er wurde dann auch mit der 35 Minuten ausgewechselt. Ja, Herr Schuster, aber nein. Man muss natürlich immer wieder Zielinski aufstellen und so weiter und so fort. Natürlich, gute Leute. keine Ahnung. Keine Ahnung, was er sich dabei denkt. Also ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll mit diesen Aufstellungen. Julian Kral stand heute übrigens mal am Tor für Lute, der verletzt ist. Und Affe-Schweiz ist auch verletzt. Jo, mein Gott. Ich meine, was soll er machen? Drei Gegentore musste er schlucken. Unsere Nummer 3. Aber sind wir ehrlich, an keinem Gegentor konnte er irgendwas machen. Er konnte sich überhaupt nicht auszeichnen. War ein sehr unglückliches Spiel für unsere Nummer 3. Und ja, jetzt kommen wir zum 2-0 für Nürnberg. 35 Spielminute. Also, das ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich einfach nur sagen kann, und oh Gott, ich kann immer, okay, komm, wir versuchen es. Bleibt locker, wir kriegen das hin. Also, meine Nerven, da explodiert mein Kopf, weil erstens, Nürnberg hat in der kompletten Saison noch kein einziges Eckballtor erzielt. Aber wieder kommt da ein FCK daher und hey, es ist nicht zu glauben. Nürnberg macht ein Eckballtor. 2-0. Aber natürlich muss man an dieser Stelle sagen, was soll denn auch der FCK da machen? Ich meine, das war ein 2,50 Meter Mann, doppelt so groß wie Beuden, Riesenvieh. Wenn es nur so gewesen wäre, aber es ist halt einfach so unfassbar lächerlich. Ich meine, es tut mir leid, aber dieser Typ ist wie groß? 1,50 Meter? Leute, wollt ihr mich verarschen? Also auch Tomjak wieder beim 1-0. Eine Katastrophe. Wieder Tomjak, ne? Also, nee. Explodiert bei der Kopfzug. Verliert das Kopfballduell gegen diesen Zwerg. 2-0 für Nürnberg. Dachte ich schon so. Jo. Läuft richtig gut. Es läuft richtig gut. Kann man eigentlich komplett vergessen. Und es gab halt auch immer wieder diese positive Aspekte vom FCK, ne? Die haben ja durchaus mitgespielt. Die haben auch mal gute Angriffe gehabt. Die eine oder andere Möglichkeit hat, dachte man, ja, vielleicht. Und dann kommt es 2-0. Ey, nicht zu glauben. Doch dann kommt ein Wunder. Der 1. FC Kaiserslautern schießt auswärts. Seit dem, was war es, 28. Januar, glaube ich. Muss man sich mal vorstellen. In Hannover war das letzte Auswärtstor gefallen für den FCK. Damals für Philipp Herrscher. Heute ist es Terence Boyd. In der 40. Spielminute, glaube ich, sein 13. Saisontor ist es, glaube ich. Terence Boyd verkürzt auf 2-1.
Immerhin. War auch nicht so unverdient. Ich meine, die zwei, also ohne Scheiß, die zwei Tore für Nürnberg. Mehr geschenkt geht nicht. Aber der FCK kämpfte sich zurück und dann war Pause. Jetzt hat man natürlich die Hoffnung, dass der FCK vielleicht gut aus der Pause rauskommt, vielleicht den Ausgleich macht und dann zumindest einen Punkt mitholt. Das schien dann aber in weiter Ferne zu sein, denn nur 5 Minuten nach der Pause macht Nürnberg das 3:1. Und wieder ist es Tomjak, der das Abseits aufhebt. Also ich weiß nicht, was... Irgendwas stimmt nicht mit der Mannschaft in der Rückrunde, meiner Meinung nach. Auch ich weiß, wie das Spiel ausgegangen ist. Trotzdem, Leute. Ich meine, trotzdem. Normalerweise hätte der FCK das Ding sang- und klanglos 3-4-1, vielleicht 5-1 verlieren müssen. Natürlich hätte man auch noch das eine oder andere Tor ziehen können, was man ja auch da gemacht hat. Aber sind wir ehrlich, mit solchen Fehlern, eine Abwehrhaltung, das ist eine absolute Katastrophe. Brauchen wir uns jetzt schön zu reden, es ist halt so. Jo, das Spiel dümpelte dann halt vor sich hin. Der FCK hat noch ein bisschen was versucht. Nürnberg ein bisschen was macht hin und her. Dann gab es die ein oder andere Möglichkeit noch von Herrscher und Beuth. Aber es war wie verhext. War fast wie gegen Rostock. Es schien nichts mehr zu gehen. Und dann kam die 88. Spielminute. Und ich habe es mir vorgenommen, Leute. Nach dem Spiel gegen Heidenheim. Ja, ich habe mir vorgenommen. Oh nein, ich bin diesmal nicht weggegangen. Ich bin nicht weggegangen, aber ich muss zugeben, ich habe ungefähr in der 86. Minute hier schon mal den PC angeschaltet. Bin schon mal vom Wohnzimmer weg hier rüber. Hab so gedacht, jo, könnte man langsam schon den PC hochfahren, damit ich das Video so schnell wie möglich hinter mich bringen kann, weil meine Fresse, schon wieder eine Niederlage, habe ich gar keinen Bock drauf, jetzt darüber zu reden. Ja, aber ich habe das Spiel zu Ende geguckt und das war diesmal eine glückliche Entscheidung für mich. Meine Fresse, hätte ich mir in den Arsch gebissen, wenn ich jetzt schon wieder weggegangen wäre, wie gegen Heidenheim. Aber nein, diesmal bin ich vom Fernseher geblieben und sehe plötzlich das 3:2 für den FCK durch Nihus. Wo kommt das denn her? Keine Ahnung. Eine Flanke reingeköpft und Nihus köpft das Ding souverän rein, ey, wie ein Mittelstürmer. Und plötzlich steht es nur noch 3:2. Und ja, so ist es halt. Ne? So ist es halt einfach. Dann war natürlich die Hoffnung wieder da. Und ich habe mir noch so gedacht, Alter, jetzt irgendwie Nürnberg noch einen Punkt holen und ich raste vollkommen aus. Ja, es sah halt nicht danach aus, weil der FCK, wieder Pässe ins Nichts, dann haben sie hin und rum gespielt und es sah echt nicht danach aus, dass da noch was geht. Doch dann plötzlich kam der gute alte Tim Handwerker, grätscht Hanslik um. Man hätte, ich habe im ersten Mal gedacht, Alter, lass doch weiterlaufen, weil Tomjak hat einen Ball in den Strafraum reingegangen, hat das Ding sogar ins Tor geschossen, aber gut, es war vorher abgepfiffen, keiner hat mehr weitergespielt, keine Ahnung, ob er überhaupt reingegangen wäre. Jedenfalls, ich dachte mir so, Alter, eigentlich war es doch ein Vorteil. Und dann Freistoß, direkter Freistoß, 95. Spielminute, in der letzten Minute der Nachspielzeit. Und ja, man kann über viel beklemend reden, schellen und sagen, was man will, aber technisch ist er der beste Mann auf dem Platz beim FCK. Er kommt mir halt manchmal einfach so unmotiviert und lustlos vor. Aber meine Fresse, Philipp Clement ballert das Ding einfach ins Tor rein, ne? Es ist... Im ersten Moment, ich konnte es nicht glauben. Es war 3:3. Der FCK holt wirklich noch einen Punkt in Nürnberg. Ein Wunder. Das erste Mal, dass der FCK in Nürnberg überhaupt einen Punkt holt in der zweiten Liga. Comeback-Qualitäten hervorragend. 18 Punkte jetzt schon nach Rückstand geholt. Das ist überragend. Da muss man den FCK einfach loben. Das Spiel hatte sehr viele Schattenseiten, aber auch verdammt viele Lichtseiten. Und die kamen natürlich dann echt am Ende raus. Ja. Ich habe mich erst gar nicht so wirklich gefreut, dachte, ich habe nur so die Faust geballt, mich weggedreht und denke so, ja, aber dann muss das einfach raus. Oh mein Gott, habe ich geschrien. Ja, ich habe so laut geschrien, ich vermute, die Nachbarschaft hat wahrscheinlich wieder die Polizei gerufen. Mein Gott, ich habe mich so gefreut, weil, ja, damit war einfach nicht zu rechnen. So wie das Spiel verlaufen ist, ich habe euch die Gegentore gerade erklärt, war so typisch FCK, es wäre eine so typische FCK-Niederlage gewesen. Aber dieses Mal nicht. Nürnberg, meine Fresse, also... wenn ich nur dran denke, wenn ich Nürnberg-Fan wäre, ich würde mich so
unfassbar ärgern. Das war ein sicher geglaubter Sieg, sichere 3 Punkte. Doch in der allerletzten Sekunde klaut der FCK in Form von Philipp Clement dem 1. FC Nürnberg 2 Punkte. Der FCK hat das, also ein absolut goldener Punkt. Es ist jetzt direkt am Spiel. Ich weiß, also meine Gefühlslage kann ich doch nicht so wirklich richtig einschätzen. Ich bin aktuell sehr, sehr glücklich. Natürlich, wenn man so kurz vom Ende noch den Ausgleich erzielt, ist man natürlich glücklich, aber die Defensivleistungen und der Auftritt der Mannschaft war zum Großteil wieder wirklich eine Katastrophe. Aber heute haben sie sich belohnt und ich finde irgendwo auch verdient, weil sie trotz Rückstand nie aufgegeben haben. Das muss man ihnen lassen. Ja, sie haben es durchgehend versucht und das war wirklich gut und sie haben sich belohnt. 3-3, goldener Punkt für den FCK. Der FCK hat damit 45 Punkte, immer noch Platz 7. Ich vermute, da werden wir am Ende der Saison stehen. Hoffe ich mal zumindest nicht, dass uns noch Karlsruhe überholt. Da werde ich im Strahl kotzen. Der 1. FC Nürnberg ist natürlich jetzt ein Rückschlag. Sie hätten eigentlich 36 Punkte gehabt. So sind es jetzt nur 34. Platz 14, 4 Punkte Vorsprung auf Bielefeld. Bielefeld übrigens der nächste Gegner vom FCK. Am Samstag, ja, 13 Uhr glaube ich. Oh je, wieder eine Mannschaft, die unten rumsteht. Wieder eine Mannschaft, die unbedingt Punkte braucht. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Der FCK jedenfalls hat auswärts endlich mal wieder getroffen. Glaube ich, es waren über 600 Minuten. Wie gesagt, letzter Treffer war im Januar. Philipp Herrscher und seitdem nichts mehr. Beim letzten Auswärtsspiel in Regensburg hat man ja schon mal wieder unentschieden gespielt. Und auch jetzt wieder ein Punkt. Also man punktet wieder auswärts. Zwar nicht so wie in der Hinrunde, aber man hat immerhin 2 Auswärtsspiele in Folge nicht verloren. Und gerade heute ist es ein Riesenwunder. Das ist wirklich ein Fußballmärchen aus Sicht vom FCK. Das ist so bescheuert, das kann man echt nicht mehr in Worte fassen. Die Gegentore sind nicht zu glauben. Ein Typ, der nie trifft, trifft natürlich gegen den FCK. Ein 1,50 Meter Mann trifft per Kopfball. Ich weiß, er ist 1,77 Meter, trotzdem. Ich weiß, na, schwarzer Humor. Und trifft per Ecke, wo Nürnberg noch nie per Ecke getroffen hat und so weiter und so fort. Dann hebten sie das abseits aus vom 3-1. Es hat alles gepasst für eine typische FCK-Niederlage, aber letztendlich hat der Wunderfuß von Philipp Clement, weil das kann er, dafür gesorgt, dass der FCK einen goldenen Punkt aus Nürnberg mitnimmt. Das Spiel geht 3-3 aus. Mein Sonntag ist gerettet, so wie wahrscheinlich jeder Sonntag von jedem FCK-Fan. Dass der Sonntag jetzt für die Nürnberger natürlich versaut ist, ist klar. Ein sicher geglaubter Dreier ist futsch. Leute, schreibt es mir in die Kommentare, wie habt ihr das Spiel erlebt? Ich bin fix und fertig, aber die Freude überwiegt natürlich. Gott sei Dank, FCK. Danke, 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 dass ihr euch nochmal zusammengerissen habt. Und ja, nächste Woche, wie gesagt, gegen Bielefeld. Das wird für mich sehr schwierig. Ich arbeite da nämlich, kann das Spiel noch nicht mal schauen. Muss ich schauen, Leute, wie ich das alles mache mit den Videos. Ne? Vorberichtsvideo gegen Bielefeld wird wieder im Laufe der Woche kommen. Wahrscheinlich wieder am Mittwochabend. Gehe ich davon aus, vielleicht auch schon am Dienstagabend. Ich muss gucken, wie ich Zeit habe. Und ja, Leute, das soll es von meiner Stelle aus gewesen sein. Oh, FCK in Rot-Weiß-Rot. Mein Herz, das ist bald tot. Bis zum nächsten Mal.